Willkommen zurück bei Assassin's Creed Odyssey. Wir folgen Demokritos, jetzt der mich mit seiner... Hä, wie dumm läuft der? Man hat mich mit seiner Mathematik irgendwie ein bisschen verarscht. Ich dachte, es wird krass, aber es war voll... Merk dir den Satz für deine Poetin, Demokritos. Der ist gut. Wartet ganz kurz. Wo ist er jetzt? Meinst du? Also gut, das werde ich. Es gibt keine größere Kraft im Universum als die, die zwei Menschen verbindet. Also als sie... So, bam, jetzt muss ich noch einen töten. Den da oben, oder was? So, jetzt spreche ich mit ihm. Hallo, ich will mit ihm reden. Demokritos, es tut mir leid. Sie ist tot. Dass es so enden muss, nach all der Zeit. Du hast dein Theorem und die anderen. Lies sie ihr vor. Zeig ihr deine Poesie. Es ist zu spät. Es ist nie zu spät. Du kannst gehen. In einem anderen Leben hätte sie von meiner Liebe gewusst. Du hättest meine Schülerin sein können. Stell dir vor, wie glücklich wir wären. Ein weiser Mann sagte mir, der reichste Mann in jedem Land ist der, der sich nach dem wenigsten sehnt. Sehne dich nicht nach der Vergangenheit. Ich gehe früh genug, doch im Moment sehne ich mich nach ein wenig Zeit allein. Nimm dies und lass mich trauern, Cassandra. Wow, jetzt habe ich einen Erfinder. Neue Quest. Sollen wir es einmal nochmal probieren? Kann doch nicht sein, dass dieser scheiß Eva immer noch... Ah, und bei Fähigkeiten. Ich habe keine, aber jetzt wäre vielleicht diese... Habe ich die schon gekauft, diese Fähigkeit, Schiffsmänner zu mir zu holen? Nee, ne? Und will vielleicht diese komische Fähigkeit abändern, die ich eh fast nie benutze. Die hier. Obwohl doch, die sind cool eigentlich. Nicht tödlich. Sollte man... Ja, behalte ich doch. Ah, wir probieren es jetzt einmal. Kann doch nicht sein, dass ich das seit Jahren vor mir her schleppe. Oh, bitte, ich will es einfach... Wir speichern einmal hier. Sicher ist sicher. Das Problem ist, die steigen halt mit der Stufe mit, ne? So, komm, wir klettern jetzt hier einfach hoch. Ich glaube nicht, dass ich das hinkriege, als Lach. Hier werden
Sie besonders wachsam sein. Das meinte ich, das ist doch... Als ob ich das jetzt schaffe, glaube ich irgendwie nicht. Doch. Okay, ich hau ab und bring das Feld zu Daphne. Ja, okay. Weil ich habe es bisher nur irgendwie immer falsch gemacht anscheinend. Vor allem jetzt kann ich hier runterspringen und ich glaube nicht, dass die Schweinchen da folgen. Gut, die folgen bisher schon. Aber hier glaube ich nicht mehr. Ja, jetzt tschüss. Bring ich es direkt mal dahin. Geil. Als ob man den so schnell einfach schafft. Ist irgendwie auch ziemlich, ziemlich unlogisch, ehrlich gesagt. Da doch wieder hoch. Ah, warum bin ich überhaupt runtergesprungen? Ja, in diese Richtung hier. Hast du dich verlaufen? Hier, ja, ich habe das Schwein erlegt. Du bist fähig. Daran besteht kein Zweifel. Ich habe viele Talente. Das versichere ich dir. Oh, ist dem so? Nun, ich freue mich darauf, sie einer Prüfung zu unterziehen. Oh, und was schwebt dir vor? Oh, so vieles. Doch zuerst zum Geschäft. Durch diese Welt streifen Bestien, die aber nicht von ihr stammen. Die Götter brachten sie zu uns als Prüfungen, als Test. Weder Götter noch Sterbliche konnten mich bislang von meinem Weg abbringen. Wir werden sehen. Und was genau soll ich für dich tun? Ich will, dass du dich in Artemis' Augen als würdig erweist und diese Kreaturen jagst. Ich muss keinem meinen Wert beweisen. Sag mir nur, was die Belohnung ist. Für jedes Fell, das du mir bringst, werde ich dir eine Gnade der Artemis gewähren. Wenn du alle Bestien erlegt hast, wird sich deine Verbindung zu den Töchtern der Artemis für immer, sagen wir mal so, verändern. Okay. Gut, ich werde es tun. Wie viele von diesen Tieren muss ich erlegen? Artemis stellt dich vor 8 Prüfungen. Du hast deine Reise bereits begonnen. Nun erlege die restlichen Tiere. Ah ja, ziemlich spät. Werde ich die Kreaturen auch erkennen? Das wirst du. Bring mir die Felle. Ich werde mit meinen Schwestern, den Töchtern der Artemis, auf dich warten. Ich hoffe, du lässt mich nicht so lange auf dein schönes Gesicht warten. Oh, ich habe einen coolen Bogen bekommen. Ich glaube, ich möchte ihn aber mit dem Feuer den gravieren lassen. Quest! Soll ich das mit dem Wolf jetzt machen? Ja, würde ich jetzt schon sagen, komm, jetzt machst du den Wolf. Ich meine, wenn ich das jetzt schon geschafft habe, dann probiere ich doch das nächste Tier direkt aus, ne? Pferdchen! Ah, cooler Sternenhimmel.
Ich hoffe, ihr kann ich runterreiten, ja. Das ist, glaube ich, auch einer davon. Diese Größe. Das ist kein gewöhnlicher Wolf. Ich hoffe einfach, dass das jetzt auch funktioniert. Wenn nicht, dann nicht. Ich meine... wie ich jetzt gelesen habe, kann ich da nicht sterben. Das ist schon mal geil. Als ob dieses R so wenig bringt. Wollen die mich verarschen? Ja, ich verlasse das Kampfgebiet. Dieser scheiß Wolf verlässt das Kampfgebiet. Was soll ich machen? Ist hier das Kampfgebiet oder was? Hey, ich bin doch aufgestanden. Was willst du mich verarschen? Perfekt. Gleich habe ich ihn. Kopf und Fell. Perfekt. Okay, nächste Quest. Ups. Also heute läuft Nebenquest. Ja, ich wusste, das gehört irgendwie dazu. Immer wenn irgendwas der Legendäre ist. Ach nee, jetzt kann ich keine Schnellreise machen. Ja, komm, dann springen wir eben hier runter. Immer noch nicht speicherfähig, also auch noch nicht schnellreisefähig. Jetzt aber, glaube ich. Nein. Hä, willst du mich verarschen? Jetzt ist schnellreisefähig. So, jetzt nicht den Fehler machen, runterspringen, sondern hier lang laufen. Hi. Bestienbezwingerin. Schön, dich zu sehen. Daphne, das überrascht mich doch. Der Weg, auf den ich dich entsandte, ist voller Gefahr. Du hättest sterben können oder aufgeben. Keine Gefahr hielte mich davon ab, dich wiederzusehen. Vielleicht bist du etwas voreilig. Vielleicht. Muss ich erst alle acht besiegen, um mit ihr Sex zu haben? Das Fell des Wolfs Lykaon. Der Wolf ist nicht nur ein gefährlicher Jäger, sondern auch ein gerissener Gegner. Viele sind schon an ihm gescheitert. Ja, ich bin auch schon... Eine Bestie wird nicht mein Ende sein. Eher erliege ich einer Schönheit auf Chios. Sprich doch nicht vom Liegen. Denk eher daran, wie wir neue Höhen erklimmen. Ich komme zurück, wenn ich die Felle habe. Okay.
ist dein Elis? Ach da. Ja, okay. Oh Mann. Ich will erstmal zu diesem Schnellreiseding, weil da zum Schiffsdock kann ich schon. Ich mache erstmal diese Richtung da. Das heißt, wir werden jetzt in der nächsten Zeit, wir haben jetzt eine Zeit lang Hauptquest gemacht, jetzt werden wir wieder Orte erkunden und bis dahin möchte ich. Ja, dann jetzt links hier das erste Fragezeichen. 103 Meter. Das machen wir jetzt erstmal. Niemand darf mich. Okay, ein Schatz. Hey, warum da schon zwei? Was soll der Scheiß? Kultisten, Wachen, Anführer. Okay, der eine Schatz gehört da wohl nicht zu. Ist das schon eine Kultistenwache? Ich töte ihn, glaube ich, sicherheitshalber mal. Ja, ist eine. Habe ich schon zwei Kultistenwachen getötet. Jetzt versuche ich zu dem Schatz zu gelangen. Der meiner Meinung nach. Ja, okay, eigentlich dachte ich, er wäre hier, aber ich glaube, er ist ein Häuschen weiter. Ja, ist er auch. Hier unten ist er. Oder so. Auf jeden Fall sieht der cool aus, irgendwas lila ist. So, jetzt töte ich den. Kann man aber verkaufen. Ist jetzt nicht so krass. So, als nächstes töte ich den. So, dann die Kultistenwache, die da langläuft. Und danach der Anführer. Okay, da fragt sich irgendwas, aber ich bin halt hinter dem. Das ist halt dumm. So, jetzt der Typ, der da lang schleicht. Ich benutze bestimmt jetzt nicht den Aufzug. Jetzt hau ich ab, speichere und dann nehme ich den Endgegner. So, und wenn ich den habe, dann hätte ich das Lagerhaus fertig. Es wird, glaube ich, ein kurzer Part. Aber ich will nichts beschwören. War das überhaupt der Anführer? Ja. Okay. Dann gucken wir noch einmal da auf die Questtafel. Ja, nix. Dann speichern wir und dann sehen wir uns die Tage. Bis dann, ciao.